Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy-Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Toy, das wir aus einem Schatz bekommen können, den wir ein bisschen komplizierter aufkriegen. Und zwar haben wir hier einmal schimmernder Arcano-Kristall. Und ja, das ist einmal ein Spielzeug und was macht es? Im Licht manifestiert dieser Kristall arkane Schönheit und zerlegt sie in ihre Bestandteile. Ich würde sagen, wir lernen das mal, probieren das einmal aus und dann zeige ich euch, wo ihr das genau herkriegt. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt passiert. Okay, da sind ein paar Kristalle um mich rum und die leuchten. Die fliegen mir hinterher, die Kristalle. Okay. Gut, relativ basic. Was passiert, wenn ich aufmounte? Okay, die fliegen dann trotzdem um mich rum. Sieht ganz cool aus, aber hält halt wirklich nur, was waren das, 10, 15 Sekunden. Also das war jetzt irgendwie nicht so beeindruckend, ehrlich gesagt. Und hat aber auch nur eine Abklingzeit von 2 Minuten. So, das Interessante ist, wo kriegen wir das Ding her? Wir sind einmal hier im Azurblauen Gebirge und hier unten auf den Koordinaten 45, 48. Und dort können wir das Ding einfach looten. Aber wir brauchen dafür eine Schatzkarte, sonst können wir das Teil nicht looten. Und diese Schatzkarte sieht so aus wie die anderen, die ich jetzt hier noch im Inventar habe. Das sind nämlich Schatzkarten, die ihr aus allen möglichen Kisten rausbekommen könnt. Aus der bewegten Erde, aus diesen Expeditionspaketen, aus den magischen Kisten, aus allen diesen Quellen könnt ihr dementsprechend diese Schatzkarten rauskriegen. Ihr kriegt die aber nur raus, wenn ihr quasi die freigeschalten habt. Und wie schaltet ihr die frei? Hier ganz am Anfang gibt es so komische Protodrachen. Primal Protodrake heißen die auf Englisch. Und bei denen könnt ihr ein Item looten. Dragon Island Supply Bag, also Vorratskiste der Dracheninseln, irgendwie so heißt das. Und das könnt ihr hier im Lager abgeben. Zu 99% habt ihr das bei den ersten Quests hier bekommen und habt das abgegeben, wisst gar nicht mehr. Und ab dem Zeitpunkt könnt ihr quasi auf den kompletten Dracheninseln in diesen kompletten Schätzen, die ihr finden könnt, solche Schatzkarten finden. Alle 50 bis 100 Kisten kriegt ihr etwa eine Schatzkarte, also die sind nicht sonderlich, sind nicht sonderlich in einer hohen Frequenz in den Kisten, also die sind ziemlich selten, so rum, um das so zu sagen, und dementsprechend müsst ihr einige aufmachen. Es gibt insgesamt 11 Schatzkarten, eine könnt ihr kaufen beim Händler, die erste, und die anderen müsst ihr halt finden, ne? Und ja, in einer von diesen Schatzkarten ist das Ding halt drin. Die ihr braucht, das ist eine bestimmte, und zwar heißt die Bekümmerter Brief. Ihr könnt die nicht speziell farmen, macht einfach einen Haufen Schatzkarten auf. Irgendwann habt ihr die ganzen Dinger drin und dann könnt ihr mit der Schatzkarte hierher gehen, setzt die Schatzkarte ein und dann wird quasi der Schatz hier aktiv. Nur dann könnt ihr ihn looten und dann habt ihr euer Toy. Mehr ist es nicht. Das Ganze ist übrigens auch Teil von einem Achievement, und zwar hier Schätze des Azurblauen Gebirges, deswegen habe ich es auch hier für das Achievement schon aufgemacht und ja. Gut, damit sind wir durch mit dem kleinen Toy Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und sonst sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Chilla, bis dahin, ciao.